Supermassereiche schwarze Löcher sind gigantische Objekte im Zentrum von Galaxien. Wir rasen mit 800.000 Stundenkilometern um ein schwarzes Loch mit 4 Millionen Sonnenmassen. Ohne sie geht die kosmische Gleichung nicht auf. Aber wie sie sich bilden, weiß niemand. Wie werden sie so schnell so groß? Sie wurden nicht so geboren. Und das ergibt keinen Sinn. Die Forscher vermuten, dass dort draußen noch eine ganz andere Art von schwarzen Löchern existiert. Es sprang mir ins Auge. Könnten sie die Saat der gigantischen, supermassereichen schwarzen Löcher sein? Es ist eine Art kosmisches Wunder. Und geben sie den Astronomen Hinweise auf die Entstehung der Milchstraße? Hört sich irre an, ist aber moderne Wissenschaft. Werden supermassereiche schwarze Löcher in nächster Zukunft ihre Geheimnisse preisgeben? Die Glanzzeit der schwarzen Löcherphysik. Und wissen wir dann auch mehr über die Geburt von Galaxien? Im Herz großer Galaxien lauert ein Monster, ein supermassereiches schwarzes Loch. Solche Objekte sind die unumstrittenen Schwergewichts-Champions des Weltalls. Es gibt 1 Billion Galaxien und jede hat ein supermassereiches schwarzes Loch im Zentrum. Schwarze Löcher sind die extremsten Objekte im Weltall. Sie markieren eigentlich das Ende von Raum und Zeit. Die schwersten von ihnen haben etwa die 6-milliardenfache Masse der Sonne. Und diese Masse konzentriert sich auf einen winzigen Punkt im All. Was in ihre Nähe kommt, hat keine Chance. Planeten, Sterne und sogar Licht werden verschluckt. Jede Materie in der Nähe eines schwarzen Lochs wird von ihm angezogen. Keine Kraft im Universum kann einen befreien, wenn man ihm zu nahe kommt. Doch abgesehen von dieser zerstörerischen Seite sind sie auch die Ordnungskraft des Universums. Die gewaltige Gravitation dieser Objekte hält zahllose Sterne gefangen und bildet so ein galaktisches Zentrum. Wir nehmen an, dass die Strukturen der Galaxien von einem supermassereichen schwarzen Loch abhängen. Ohne ein solches würden sie völlig anders aussehen. Da ein solches Objekt noch nie direkt beobachtet werden konnte, ist den Forschern auch nicht klar, wie sie sich bilden. Und wie können sie so schwer werden, obwohl sich ihre Materie auf einen Punkt im All konzentriert? Falls eines Tages Antworten auf diese Fragen gefunden werden, weiß man vielleicht auch mehr über die Entstehung der unzähligen Galaxien. Komischerweise sind die schwarzen Löcher, die großen schwarzen Löcher und die Entwicklung von ganzen Galaxien miteinander verbunden. Das heißt, wenn man was lernt über die Saatkörner von schwarzen Löchern, lernt man auch etwas über das Entstehen von Milchstraßen, von Galaxien, nicht nur hier, sondern überall im Weltall. Der Schlüssel hierfür könnten die Entstehung und das Ende einer bestimmten Form von schwarzen Löchern sein. Sie sind viel kleiner als die supermassereichen und werden stellare schwarze Löcher genannt. Im Gegensatz zu ihren Verwandten wissen die Forscher, wie sich diese Objekte bilden. Sie entstehen beim Tod eines massereichen Sterns. Der Kern kollabiert zu einem schwarzen Loch. Der Kern hat etwa die 3- bis 10-fache Masse der Sonne, weshalb wir sie stellare, also sternschwarze Löcher nennen. Ein massereicher Stern leuchtet am Ende seines Lebens kurz auf. Explodiert er in einer sogenannten Kernkollaps-Supernova, kollabiert der übrig gebliebene Sternenkern zu einem winzigen Punkt, einem stellaren schwarzen Loch. Ein Stern wie die Sonne wäre dann so klein wie ein Stecknadelkopf. Hört sich irre an, ist aber moderne Wissenschaft.
Wenn aus kollabierenden Sternen stellare schwarze Löcher werden können, wäre es dann auch denkbar, dass sich ihre supermassereichen Verwandten auf ähnliche Weise bilden? Bei dieser Theorie gibt es aber ein Problem. Stellare schwarze Löcher sind zwar um einiges massereicher als die Sonne, aber sie sind Zwerge im Vergleich zu supermassereichen schwarzen Löchern. Und damit ist es nicht möglich, dass die Stellaren zu solch monströsen Objekten kollabieren. Ein Vergleich. Ein supermassereiches wäre so groß wie ein Basketballspieler. Ein normales so dick wie ein menschliches Haar. Es gibt unterschiedliche Theorien, wie sich solche gewaltigen schwarzen Löcher bilden. Eine lautet, dass sie aufgrund der Verschmelzung von vielen kleinen schwarzen Löchern gigantisch groß werden. Theoretisch wäre es möglich, dass auch schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Allerdings konnte ein solches Ereignis noch nie beobachtet werden. In der Nähe der italienischen Stadt Pisa befindet sich eine Anlage, mit der Wissenschaftler bei solchen kosmischen Vorgängen zumindest zuhören können. Das ist der Gravitationswellendetektor Virgo, mit dem 24 Stunden am Tag nach schwarzen Löchern gesucht wird. Walter Del Pozzo ist einer der Wissenschaftler dort. Ich will verstehen, was schwarze Löcher eigentlich sind und wie sie sich bilden. Das ist eine sportliche Herausforderung, denn dann wüssten wir mehr über die Funktionsweise des Universums. Del Pozzo versucht etwas, was bislang für unmöglich gehalten wurde. Doch mit Virgo lässt sich die Bewegung des Alls an sich feststellen. Albert Einstein war der Erste, der erkannte, dass der leere Raum in Wirklichkeit gar nicht so leer ist. Denn das All ähnelt einem Gewebe oder Gefüge, das auf Bewegungen von Objekten reagiert. Der Raum kann sich krümmen, ausdehnen und zusammenziehen. Und er transportiert Wellen. Der Raum an sich hat eine Struktur, die wir Raumzeit nennen. Und die ist unser Werkzeug. Raum und Zeit sind demnach keine voneinander unabhängigen Dimensionen, sondern sie bilden die vierdimensionale Raumzeit. Virgo nutzt die Raumzeit, um nach Bewegungen extrem massereicher Objekte zu suchen. Del Pozzo nimmt an, dass bei der Verschmelzung zweier schwarzer Löcher so viel Energie freigesetzt wird, dass sich Kräuselungen der Raumzeit bilden. Diese Kräuselungen, die Wellen in einem Teich ähneln, werden Gravitationswellen genannt. Lange Zeit konnten sie nicht nachgewiesen werden, aber mit Instrumenten wie Virgo ist es den Forschern gelungen. Virgo besteht aus zwei Armen, jeweils 3 Kilometer lang, die in einem rechten Winkel angeordnet sind. Sie zählen zu den empfindlichsten Messgeräten der Welt. Wir schießen einen Laserstrahl durch die beiden Arme. Am Ende wird er von einem Spiegel reflektiert und kommt zurück. Die Arme sind sozusagen ein äußerst genaues Lineal, mit dem wir winzige Längenänderungen messen können. Wenn eine Gravitationswelle den Detektor durchläuft, wird eine der beiden Röhren etwas gedehnt und die andere leicht gestaucht. Und Del Pozzo versucht, die Unterschiede zu messen. Those changes are really, really tiny. Die Änderungen sind so winzig, dass wir dieses riesige Lineal benötigen, um sie messen zu können. Mit der Anlage lassen sich Unterschiede messen, die geringer als 1/1 Milliardstel Millimeter sind. Am 14. August 2017 registrierten die Forscher ein Signal, das bei der Verschmelzung zweier schwarzer Löcher entstanden war. Virgo ist mit Gewissheit ein großer Erfolg. Hier sehen wir den Todestanz zweier schwarzer Löcher. Sie kommen einander immer näher.
Und ab hier ist das Endergebnis abzulesen. Der gesamte Vorgang dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Die hier registrierte Kräuselung der Raumzeit fand vor 1 Milliarde Jahren in einer weit entfernten Galaxie statt. 2 schwarze Löcher näherten sich einander. Das eine hatte die 25-fache Masse der Sonne, das andere die 30-fache. Schließlich gerieten beide in eine Todesspirale, in der sie bis auf halbe Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wurden. Und dann kollidierten sie. Das Ergebnis war ein viel schwereres schwarzes Loch. Erst nach 1 Milliarde Jahren erreichten die Gravitationswellen dieser Verschmelzung die Virgo-Anlage auf der Erde. Virgo und ähnliche Observatorien haben also nachgewiesen, dass schwarze Löcher miteinander verschmelzen können und dadurch an Masse zunehmen. Wir waren die Ersten in der Geschichte der Astronomie, die die Verschmelzung von 2 schwarzen Löchern zu einem beobachtet haben. Das ist unglaublich. Die Messung von Gravitationswellen ermöglicht es den Wissenschaftlern auch, das gesamte Weltall besser zu verstehen. Sie bieten uns ein neues Fenster ins Universum, in dem wir nicht Licht sehen, sondern der Musik des Kosmos lauschen können. Auf ähnliche Weise haben wir das Weltall noch nie betrachtet. Ist der Fall damit abgeschlossen? Gibt es supermassereiche schwarze Löcher nur deshalb, weil kleinere Stellare miteinander verschmelzen? Nach Ansicht der Astronomen ist das unwahrscheinlich. Denn einige dieser gewaltigen Objekte bildeten sich, als das Universum lediglich ein paar hundert Millionen Jahre alt war. Die nach kosmischen Maßstäben kurze Zeit hätte für diese Vorgänge nicht ausgereicht. Wenn alles mit einem Objekt von 5 Sonnenmassen beginnt, wie lange dauert es dann, bis sich eines mit 1 Milliarde bildet? So lange, wie es das Universum gibt. Milliarden Jahre. Das ist eine große Frage, wie diese monsterschwarzen Löcher entstanden sein können. Denn man braucht unglaublich viele kleine schwarze Löcher, um da ein großes zu machen. Da dies also kaum möglich erscheint, wie wurden sie dann so groß? Am wahrscheinlichsten ist die Theorie, dass im frühen Universum eine dritte Kategorie von schwarzen Löchern entstanden ist. Sie waren kleiner als die supermassereichen, die heute beobachtet werden, aber viel größer als stellare schwarze Löcher, die sich nach einem Sternkollaps bilden. Es muss noch eine weitere Klasse von schwarzen Löchern geben, die wir aber noch nicht entdeckt haben. Objekte mit etwa der 1000-fachen Sonnenmasse. Wir nennen sie Saatlöcher. Sie werden so genannt, weil die Forscher derzeit davon ausgehen, dass aus ihnen die superschweren schwarzen Löcher wurden. Und sie sind den Theorien zufolge viel größer als stellare schwarze Löcher. Das Universum ist alt genug, dass sich durch ihre Verschmelzung Supermassereiche bilden konnten. Die Logik ist recht simpel. Für ein riesiges schwarzes Loch sind große Bausteine notwendig. Falls diese Saatlöcher im frühen Universum entstanden sind, müssten eigentlich auch heute noch welche vorhanden sein, die noch nicht von einem supermassereichen schwarzen Loch verschluckt wurden. Aber bislang konnte keines nachgewiesen werden. Anscheinend sind sie verschwunden. Wir kennen schwarze Löcher, die so schwer sind wie ein paar Mal die Masse der Sonne, stellare schwarze Löcher, und wir haben riesengroße Monster-schwarze Löcher, die millionenmal, milliardenmal schwerer sind als die Masse der Sonne. Kleine schwarze Löcher, riesengroße schwarze Löcher und dazwischen scheinbar nichts. Falls es keine Saatlöcher gibt, verstehen wir noch nicht, was schwarze Löcher wirklich sind. Einer der heiligen Grale der Astronomie ist der, ein Saatloch zu entdecken. Ohne sie müssten wir das Universum völlig neu bewerten. Wäre es möglich, dass die Forscher in naher Zukunft auf eines stoßen? Mara Mascour ist auf der Jagd nach diesen Mittelgewichts-Champions. Doch das ist keine leichte Aufgabe. Nicht einmal Licht kann schwarzen Löchern entkommen.
Sie sind schwarz. Wie sollen wir sie dann aufspüren? Diese spezielle Jagd erfordert spezielle Teleskope. Die Astrophysikerin verwendet ein Radioteleskop bei Bologna in Norditalien. Mit derartigen Instrumenten wird der Himmel nicht nach Licht abgesucht, sondern nach Radiowellen. Die Radioastronomie ist eine Möglichkeit, schwarze Löcher zu beobachten. Wir erhalten damit ein anderes Bild von Galaxien und auch von schwarzen Löchern. Radiowellen sind für das menschliche Auge bekanntlich unsichtbar. Im Gegensatz zu Schallwellen breiten sie sich auch im Vakuum aus. Und da astronomische Objekte Radiowellen aussenden, lassen sich diese damit untersuchen. Und das ist auch tagsüber möglich. Mar Mascour stellte fest, dass in der Galaxie NGC 2276, die gut 100 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist, etwas Seltsames vor sich geht. Könnte diese Galaxie die Heimat eines Saatlochs sein? Auf den ersten Blick sieht sie jedoch wie viele andere Galaxien aus. Diese gute Aufnahme wurde mit dem Hubble-Weltraumteleskop gemacht. Sie zeigt das galaktische Zentrum, wo sich ein supermassereiches schwarzes Loch befinden müsste, und Spiralarme, wo Sterne entstehen. In einem dieser Spiralarme ist jedoch ein ungewöhnlicher, dunkler Fleck zu erkennen. Wir nehmen an, dass in diesem dunklen Bereich weder Staub noch Gas vorhanden sind, aus denen sich Sterne bilden. Irgendetwas muss das Gas beseitigt haben. Doch welche Kraft wäre dazu imstande? Die Astrophysikerin entdeckte etwas Erstaunliches. Eine starke Quelle von Radiostrahlung. Wir sehen hier Radiostrahlung, die von einem Spiralarm dieser Galaxie ausgeht. Und zwar kommt sie genau aus der dunklen Region. Mar Mascour glaubt, dass es sich dabei nur um eines handeln kann. Die Leere in dem Spiralarm der Galaxie ist gewaltig groß und nahezu frei von Sternen. Die Ursache hierfür ist in ihrem Inneren zu finden. Ein kosmischer Jet, ein Gasstrom, den man als galaktischen Schweißbrenner bezeichnen könnte. Er vernichtete das Gas, aus dem sich Sterne bilden. Der Jet ist 6 Lichtjahre lang und führt direkt ins Herz der Leere, wo sich die Quelle der Strahlung befindet. Ein schwarzes Loch, das sich von Staub ernährt. Dieser Staub wirbelt wegen der Drehbewegung des schwarzen Lochs mit hoher Geschwindigkeit durchs All. Dabei entsteht Energie, und die wird abgeführt in Form des Jets. Dass es sich um ein stellares schwarzes Loch von einigen Sonnenmassen handelt, erscheint den Wissenschaftlern unwahrscheinlich. Wegen der Ausmaße der dunklen Region muss es größer als ein stellares schwarzes Loch sein. Und wenn es sich um ein supermassereiches schwarzes Loch handeln würde, müsste es sich im Zentrum der Galaxie befinden und nicht in einem Spiralarm. Ist es denkbar, dass es tatsächlich ein Saatloch ist? Das fehlende Bindeglied, das Licht auf die Entstehung schwarzer Löcher und auf die von Galaxien werfen könnte? This is a very exciting discovery. Es ist eine spannende Entdeckung. Mit Radio- und Röntgenastronomie gelang es uns, die Masse des schwarzen Lochs zu schätzen. Es hat die Masse von mehr als 10.000 Sonnen. Womit dieses schwarze Loch in der Mittelgewichtsklasse eingeordnet werden kann. Es könnte sich also tatsächlich um ein Saatloch handeln. Wir müssen diese Forschungen schnell fortsetzen, weil vieles auf ein Saatloch hindeutet. Das ist super, weil wir noch keine schlüssigen Beweise für diese Objekte haben. Der Nachweis eines Saatlochs wäre ein großer Durchbruch in der Erforschung aller Arten von schwarzen Löchern. Aber unwiderlegbare Beweise konnte Mar Mascour bislang nicht liefern. Und andere Wissenschaftler sind der Astrophysikerin dicht auf den Fersen. Am McDonald Observatorium in Texas ist Ava Noyola einem weiteren Bewerber für die Mittelgewichtsklasse auf der Spur. Dieses potenzielle Saatloch befindet sich in einem sogenannten Sternhaufen der Milchstraße.
Sternhaufen sind Zusammenballungen von Sternen, die einander umkreisen. Und die Haufen ihrerseits umkreisen Galaxien. Es können 10.000 oder auch Millionen Sterne sein. Unsere Milchstraße umgeben etwa 200 große Sternhaufen. Ava Noyola glaubt, dass in ihnen Saatlöcher zu finden sein könnten. Der Kugelsternhaufen Omega Centauri zeigt ihrer Meinung nach ein seltsames Verhalten. Omega Centauri ist der massenreichste Kugelsternhaufen der Milchstraße. Er ist fast kugelförmig und beinhaltet etwa 2 Millionen Sterne. Im Vergleich zu unserer direkten kosmischen Nachbarschaft sind seine Sterne 1000-mal dichter zusammengedrängt. Genaue Messungen sind schwierig, da man sie kaum auseinanderhalten kann. Sie vermutet, dass sich im Herz des Sternhaufens ein Monster befindet. Irgendetwas Unsichtbares erzeugt Schwerkraft. Genau in der Mitte. Bei der Beobachtung der Sterne im Inneren des Haufens fiel ihr etwas Ungewöhnliches auf. Die Sterne in der Mitte bewegen sich 4-mal schneller als die in den Außenbereichen. Das ist ein großer Unterschied. Etwas Kleines mit unglaublicher Anziehungskraft scheint die Sterne im Zentrum des Haufens durcheinander zu wirbeln. Doch zu sehen ist der Verursacher nicht. Es ist ein massereiches Objekt, das kein Licht abgibt. Es sprang mir trotzdem ins Auge. Falls sich Ava Noyolas Vermutung als richtig erweist, hält Omega Centauri in seinem Zentrum etwas versteckt. Dort rasen die Sterne mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durchs All. Nur ein extrem dichtes Objekt mit enormer Gravitationskraft kann die Ursache dieser ultraschnellen Umlaufbahnen sein. Ein schwarzes Loch. Berechnungen deuten darauf hin, dass es sich wegen der Geschwindigkeit der Sterne nicht um ein stellares schwarzes Loch handelt, sondern um ein mittelschweres, also ein Saatloch. Mein Puls schoss in die Höhe. Ich hatte etwas Interessantes gefunden. Das Saatloch nimmt keine Materie auf, weshalb es keine Radiowellen abgibt. Doch wegen der ungewöhnlich hohen Geschwindigkeit der Sterne kann die Astronomin dennoch seine Größe berechnen. Dieses schwarze Loch hat die Masse von 50.000 Sonnen. Damit steht es zwischen den viel kleineren stellaren schwarzen Löchern und den supermassereichen. Weil es genau dazwischen steht, muss es sich um ein Saatloch handeln. Mit der 50.000-fachen Masse der Sonne ist es 5-mal so schwer wie das eventuelle Saatloch, das Marmaskua entdeckt hat. Doch damit gehört es immer noch zu dieser Mittelgewichtsklasse. An Ava Noyolas Saatloch ist noch etwas ungewöhnlich. Der Sternhaufen drumherum, der an Motten erinnert, die das Licht umschwirren. Es wäre gut möglich, dass schwarze Löcher der Motor für die Bildung von Galaxien wie der Milchstraße sind. Saatlöcher könnten am Anfang der Entstehung von Galaxien stehen. Einen Anhaltspunkt für die Rolle, die sie spielen könnten, liefert der sogenannte Bulge, der aufgewölbte Zentralbereich einer Spiralgalaxie wie der Milchstraße. Die Sterne dort ähneln denen, die in Sternhaufen zu finden sind, die eventuell ein Saatloch enthalten. Die Sternpopulationen im Bulge entsprechen relativ genau denen im Sternhaufen. Der Großteil dieses Zentralbereichs besteht aus solchen Sternen. Falls die Zentren von Galaxien hauptsächlich aus entsprechenden Sternformationen bestehen, wären Saatlöcher von großer Bedeutung für das Universum. Vor 13 Milliarden Jahren gab es im Universum noch keine großen Spiralgalaxien wie die Milchstraße. Stattdessen könnte es voller Saatlöcher gewesen sein, um die sich Sterne mehr oder weniger chaotisch bewegten. Die Forschung geht davon aus, dass dies der Beginn von Galaxien sein könnte. Das Universum bestand damals vielleicht aus vielen kleinen Galaxien, die sich rund um die Saatlöcher angesammelt hatten. Saatlöcher waren vielleicht Anker für Sterne. Und diese Anker haben sich in den Weiten des Alls vereinigt, um eine größere Galaxie zu bilden. Mit Saatlöchern als Katalysatoren könnte sich die Milchstraße auf folgende Weise gebildet haben.
Zunächst kollidierten zwei Sternhaufen, wodurch die Sterne aus ihren Umlaufbahnen gerissen wurden. Inmitten dieses Chaos befanden sich zwei Saatlöcher in einem tödlichen Tanz. Sie umkreisten sich, bis sie miteinander verschmolzen und ein größeres schwarzes Loch bildeten. Die Gravitationskraft erhöhte sich, wodurch neue Materie und auch weitere Sternhaufen angezogen wurden. Schließlich blähte sich dieses neu entstandene Objekt zu einem supermassereichen schwarzen Loch auf. Die Sterne, die von seiner enormen Schwerkraft beeinflusst wurden, formten im Lauf der Jahrmilliarden eine Galaxie, die Milchstraße. Ich halte es für erstaunlich, dass solche kleinen und sehr alten Sternhaufen die Bausteine von Galaxien sind, die wir heute überall im Universum beobachten. Aber gibt es Beweise dafür, dass Saatlöcher tatsächlich bei der Entstehung der Milchstraße eine wichtige Rolle spielten? Dafür müsste eines dieser Objekte zweifelsfrei entdeckt werden. Oder noch besser, zwei, die gerade miteinander verschmelzen. Auf dem Mount Hopkins im Süden von Arizona befindet sich das Veritas-Observatorium. Dabei handelt es sich um vier Teleskope mit einem Durchmesser von 12 Metern, die jeweils mit 350 sechseckigen Spiegeln ausgerüstet sind. Diese eher ungewöhnlich aussehenden Instrumente empfangen ganz spezielle elektromagnetische Wellen aus dem All. Gammastrahlen. John Quinn glaubt, dass mit solchen Teleskopen eine neue Ära bei der Jagd nach Saatlöchern anbrechen könnte. Mit den erdbasierten Veritas-Teleskopen untersuchen wir die Quellen hochenergetischer Gammastrahlen, die millionenfach energiereicher als Licht sind. In Laboren auf der Erde kann nichts Vergleichbares erzeugt werden. Wir brauchen gute Aufnahmen von den Gammastrahlen. Gammastrahlen sind sozusagen gedopte Lichtwellen. Quellen dieser energiereichsten Strahlung des Weltalls sind schnell rotierende Pulsare, Supernova-Explosionen und Quasare, aktive Kerne von Galaxien. Wenn Gammastrahlen auf die Erdatmosphäre treffen, erzeugen sie kurze, blaue Lichtpulse, die für menschliche Augen nicht sichtbar sind. Doch mit Veritas können sie sichtbar gemacht werden. Das sind mehrere Gammastrahlenzyklen, die jeweils 2000 Millionstel Sekunden lang sind. Um das zu messen, ist Hochgeschwindigkeitselektronik notwendig. Gammastrahlenastronomie eröffnet der Forschung völlig neue Möglichkeiten. Vielleicht kann mit ihrer Hilfe auch der Beweis für Saatlöcher erbracht werden. Auf jeden Fall wurde im Zentrum der Milchstraße eine Quelle extrem hoher Gammastrahlung entdeckt. Das ist der gesamte Gammastrahlenhimmel. Und hier ist die Ebene der Milchstraße entlang des Zentrums zu sehen. Im Zentrum gibt es unverhältnismäßig viele starke Quellen von Gammastrahlung. Dort herrscht ein Überschuss an Gammastrahlen, der sich anhand der bekannten Prozesse und Objekte nicht erklären lässt. Den Grund dafür kennen wir derzeit noch nicht. Gammastrahlen bestehen aus Lichtteilchen mit viel höherer Energie als sichtbares Licht. Und das setzt eine entsprechende Quelle voraus. Dass es gerade im Zentrum der Galaxie zu Gammastrahlenaktivität kommt, ist nicht überraschend. Dort herrscht allerdings eine Überproduktion. Doch warum ist das so? Wäre es denkbar, dass tausende Saatlöcher das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße umkreisen? Es ist möglich, dass ein Teil der Gammastrahlung auf Saatlöcher in der Nachbarschaft des galaktischen Zentrums zurückzuführen ist. Gammastrahlenastronomie hat die Forschung einen großen Schritt vorangebracht.
Doch noch sind Hindernisse zu überwinden. Wir erhalten derzeit eine Fülle von Daten. Wir brauchen aber eine neue Generation von Instrumenten, um einige der großen Fragen zu beantworten. Und diese neue Generation wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Sowohl auf der Nord- als auch auf der Südhalbkugel werden größere und ausgereiftere Instrumente gebaut. Der Gamma-Teleskopverbund Cherenkov Telescope Array, kurz CTA, ist eines dieser Projekte. Das CTA wird ein Meilenstein der erdbasierten Gammastrahlenastronomie. Mit dem CTA werden auch kleine Objekte in sehr guter Auflösung zu sehen sein. Und das wird neues Licht werfen auf die Ursache der hohen Gammastrahlenaktivität im Zentrum der Milchstraße. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit dem CTA Saatlöcher im galaktischen Zentrum untersuchen können. Es ist spannend, Teil dieser Forschungen zu sein. Doch wie können Saatlöcher Strahlung erzeugen, wenn die Gravitation schwarzer Löcher alles verschluckt, selbst Licht? Die Antwort könnte wie bei Jets im kosmischen Schutt zu finden sein, der in sie hineinfällt. Auch Saatlöcher haben enorme Gravitationskräfte, die Materie anziehen und herumwirbeln. Dabei werden gewaltige Mengen Energie frei. Vielleicht eben auch als Gammastrahlung. Ist das die Ursache für die Konzentration von Gammastrahlung im galaktischen Zentrum? Sind Saatlöcher die Quellen? Gammastrahlen könnten die Leuchtfeuer der ansonsten nicht beobachtbaren Saatlöcher sein. Das wäre eine bahnbrechende Entdeckung. Es könnte also sein, dass Saatlöcher das geheimnisvolle Zentrum der Milchstraße zum Strahlen bringen. Das supermassereiche schwarze Loch dort wäre nicht allein. Es würde von Saatlöchern umrundet, die vor Jahrmilliarden bei der Bildung der Milchstraße mitgeholfen haben. Sie wären die Puzzleteile, die uns bei der Struktur des Universums noch fehlen. Vielleicht zieht das supermassereiche schwarze Loch ja auch heute noch solche Saatlöcher an. Sie könnten noch immer da draußen sein. Und das supermassereiche schwarze Loch verschlingt sie. In Austin, Texas, versucht Volker Bromm, seine eigenen Saatlöcher zu erzeugen. Und zwar mit einem Supercomputer namens Stampede. What we see here is one of the most... Das hier ist einer der leistungsfähigsten Supercomputer der Welt. Mit solchen Maschinen können wir mit einem Programmcode und mit Hilfe der Gesetze der Natur die Milliarden Jahre lange Geschichte des Universums nachstellen. Bromm lässt also das frühe Universum in einem Computer neu entstehen. Sein Ziel ist es, zu verstehen, wie sich die offenbar äußerst wichtigen Saatlöcher bilden konnten. In den ersten paar Millionen Jahren war das Universum recht langweilig. Das wird dunkles Zeitalter genannt. Es gab kein Licht, keine Galaxien und auch keine schwarzen Löcher. Zu dieser Zeit war das Universum transparent. Es gab nur Gaswolken, die kein Licht abgaben. Bromm nimmt an, dass diese Gaswolken kollabierten und die größten Sterne bildeten, die es je im Universum gab. Sie waren laut dieser Theorie schwerer als tausende Sonnen. Und aus diesen Superriesen entstanden dann relativ bald die Saatlöcher. Doch in Bromms Computersimulationen explodieren diese Sterne, bevor sie groß genug sind, um zu einem Saatloch zu werden. Hier sehen wir, wie ein massereicher Stern explodiert. Dadurch entsteht eine Blase hochenergetischer Strahlung, wodurch sich das Gas verteilt. Das wiederum verhindert, dass es kollabiert und schließlich ein schwarzes Loch bildet. Weil Bromms virtuellen Sternen der Brennstoff zu früh ausgeht, explodieren sie.
Sterne generieren Energie und explodieren, wodurch nach außen gerichteter Druck entsteht. Und aufgrund dieser Explosionen kann das Gas nicht weiter kollabieren. In den Simulationen bilden sich zwar schwarze Löcher, aber sie sind viel kleiner als Saatlöcher. Brom benötigt also ein neues Rezept, mit dem aus den gigantischen Gaswolken ein riesiger Stern entsteht und nicht tausende relativ kleine. Vielleicht waren die Verhältnisse im frühen Universum völlig anders und es gab keine kleinen Sternhaufen, weil die gigantischen Gas- und Staubwolken alle gleichzeitig kollabierten. Bei den richtigen Bedingungen könnten sie zu einem massereichen Saatloch kollabieren. Doch welche Bedingungen sind dafür notwendig? Die weitere Zutat für Broms Rezept ist die dunkle Materie, eine rätselhafte, nicht sichtbare Form von Materie, die kein Licht abstrahlt. Heute wissen wir, dass unsichtbare Materie durch ihre Gravitation mit der sichtbaren wechselwirkt. Wir nennen sie dunkle Materie. Mit dieser dunklen Materie als neue Zutat könnten sich Saatlöcher bilden. Denn die Forscher wissen, dass sie Anziehungskraft ausübt. Besonders interessant sind die Stellen mit hellen Flecken. Dort hat sich dunkle Materie angesammelt und ihre Gravitation zieht Gas an, das ziemlich heiß ist. Bei weiteren Simulationen hat Brom die Bedingungen leicht verändert, um ein neues virtuelles Universum zu erstellen. Nun überwindet die dunkle Materie die Energie, die bei früheren Simulationen verhinderte, dass die Gaswolken kollabierten. Hier sehen wir, wie ursprüngliches kosmisches Gas in die dunkle Materie fällt. Ihre Gravitationskräfte sind viel stärker als alle gegensätzlichen Kräfte. Bei der Zugabe von mehr Gas entsteht in Broms Simulation ein wirbelnder kosmischer Tornado. Durch diese Bewegung konzentriert sich das Gas im Mittelpunkt. Und im Laufe der Zeit wächst der Tornado. Wir beginnen mit der zehnfachen Sonnenmasse und er wächst bis zur hunderttausendfachen Masse der Sonne. Wir wussten nicht, ob das möglich ist und waren fast in Ehrfurcht erstarrt. Es ist so wunderschön, dass ich mich beinahe verliebt hätte. Wenn große Mengen an Gas in einen einzigen Punkt im Raum strömen, kann eine völlig neue Art von Stern entstehen. Falls die Simulation die tatsächlichen Geschehnisse korrekt wiedergibt, zog dunkle Materie im frühen Universum Gas an. Aus ihm bildeten sich Wolken, die größer als eine Galaxie waren. In ihnen stieg die Temperatur an, bis die Verhältnisse so extrem waren, dass sich im Zentrum gigantische blaue Sterne bildeten, die vielleicht 100.000 Mal größer als die Sonne waren. Sie verbrauchten in einem höllischen Tempo enorm viel Energie, wodurch ihre Kerne schnell kollabierten. Dadurch wiederum wurden gigantische Mengen an Materie an einem Punkt im Raum zusammengepresst. Und das war die Geburt eines enormen Saatlochs. Wenn viel Gas auf eine Weise in sich zusammenfällt, dass es sehr wenig Raum einnimmt, kann ein schwarzes Loch von beliebiger Größe entstehen. Das schwarze Loch wurde nicht als Baby geboren, sondern gleich als sehr großer Erwachsener. Auf diese Weise kann sich in einem Rutsch ein schwarzes Loch mit bis zu millionenfacher Masse der Sonne bilden. Die passenden Bedingungen herrschten nur sehr selten in ganz bestimmten Regionen des Universums. Es ist eine Art kosmisches Wunder. All das ist bislang reine Theorie, denn Volker Broms Saatlöcher existieren nur in einem Computerprogramm. Doch diese Theorie kann auf die Probe gestellt werden, wenn mit dem James-Webb-Weltraumteleskop die graue Vorzeit des Universums erforscht wird. Das James-Webb-Weltraumteleskop wird der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops sein.
Mit ihm sollen frühe Lichtquellen entdeckt und erforscht werden. Das James Webb Weltraumteleskop ist ein Gemeinschaftsprojekt der ESA, der NASA und der kanadischen Weltraumagentur CSA. Die Forscher wollen mit ihm in Regionen vordringen, die bislang noch viele Fragen offen lassen. Wir hoffen, mit dem James Webb Weltraumteleskop weit genug zurückblicken zu können, um die Geburt der allerersten Sterne zu sehen. Wir werden mehr über die Bildung der frühesten Sterne lernen. Mit dem James Webb Weltraumteleskop könnten also auch die riesigen Sterne untersucht werden, aus denen sich Saatlöcher gebildet haben. In einigen Jahren sind wir vielleicht in der Lage, die Bildung der Saatlöcher zu verfolgen. Es sind sehr aufregende Zeiten. Mit den einzelnen Zutaten, Gas, dunkle Materie und so weiter, konnten wir Theorien aufstellen und bestimmte Vorhersagen machen. Das James Webb Weltraumteleskop wird es uns ermöglichen, diese Theorien auf die Probe zu stellen. Dann werden wir sehen, wie gut wir die Gesetze der Natur und das Universum verstehen. Vielleicht gibt es also schon in naher Zukunft eine Antwort auf die Frage, wie die offenbar so wichtigen Saatlöcher entstehen. Falls Volker Broms Theorien korrekt sind, wären sie fast so alt wie das Universum. Sie könnten Relikte eines eng begrenzten Zeitfensters im sehr frühen Universum sein. Damit wären sie um einiges älter als bisher angenommen. Wer weiß, wie die Milchstraße heute aussehen würde, wenn die Saatlöcher das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße nicht mit neuer Nahrung versorgt hätten. Auf jeden Fall geht mit ihnen die kosmische Gleichung auf. In der Anfangszeit der Milchstraße bildeten sich Saatlöcher aus den herumwirbelnden Gaswolken. Sie wuchsen und wuchsen. Und immer mehr Sterne sammelten sich um sie herum an. Schließlich wurde aus ihnen das supermassereiche schwarze Loch, das Milliarden Sterne in seinem Bann hält. Nach demselben Prinzip könnten sich auch andere Galaxien gebildet haben. Gewissermaßen gibt es uns nur, weil Saatlöcher Materie ansammelten, die die Entstehung von Galaxien und Sternen erst möglich machten. Doch ein konkreter Nachweis für ihre Existenz konnte noch nicht erbracht werden. Irgendwann werden wir auf den entscheidenden Hinweis stoßen und ein Saatloch finden. Es wäre ein Teil des großen Puzzles, das wir Universum nennen. Das ist deshalb so spannend, weil wir dann ein besseres Gesamtbild hätten von allem, was da draußen ist. Es wäre ein sensationeller Durchbruch. Auf den Saatlöchern beruhen unsere Theorien, wie Galaxien, Sterne und letztendlich auch wir entstanden sind. Es gab sie bereits im sehr frühen Universum und dank ihnen wuchsen die Galaxien. Die Astrophysik durchlebt ihretwegen gerade rasante Zeiten. Mal sehen, was als nächstes kommt. Finden wir tatsächlich die geheimnisvollen Saatlöcher? So können wir eines der entscheidenden Kapitel schreiben im Buch von der Entstehungsgeschichte des Universums.